Aufnahmen können nach und nach während des Musikunterrichts gemacht werden. Konzeptideen, die als Grundgerüst auch per MIDI zu Hause von der Musiklehrkraft eingespielt werden, entwickeln sich zu festen Bestandteilen des Songs. Wesentliche Spuren entstehen während einer maximal zweistündigen Blockphase außerhalb des regulären Musikunterrichts, in der die einzelnen Gruppen ungestört wesentliche Parts einsingen bzw. einspielen können. Eine Basslinie kann beispielsweise im Trubel der Musikunterrichtssituation problemlos aufgenommen werden. Eine Gesangsstimme aber auf keinen Fall, weil dazu die nötige Ruhe und Konzentration fehlt. Häufig singen Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal etwas ein, weshalb der Musiklehrer in seiner Funktion als Vocal Coach individuell mit der Sängerin arbeiten muss, um das gesangliche Potenzial möglichst ideal auszuschöpfen. Mit einem Sequencer-Programm kann man beispielsweise eine unsaubere Intonation mit geringem Aufwand optimieren, sodass dieser grundlegende Störfaktor, den auch ungeübte Schülerohren sofort deutlich wahrnehmen, mit ein paar Klicks beseitigt werden kann. Mit Hilfe digitaler Nachbearbeitung optimiere ich den Gesang in kürzester Zeit. Einem Schüler das saubere Singen beizubringen, erfordert einen deutlich höheren Zeitaufwand, der in diesem Rahmen nicht zu leisten ist. Zudem können die Schülerinnen und Schüler selbst durch die visuelle Darstellung zu hoch und zu tief gesungener Töne nachvollziehen, wie schwierig es ist, ganz sauber zu singen. Insbesondere der zweistimmige Gesang wurde erst durch die Nachbearbeitung mit Tonhöhenkorrektur realisierbar. Die Akkorde wurden von den Schülerinnen und Schülern festgelegt, aber im Tempo konnten diese nicht auf der Akustikgitarre gespielt werden. Jeder Akkord wurde einzeln aufgenommen und auf die richtige Zählzeit platziert. Im Gesamtklang mischt sich die Gitarre wunderbar mit den anderen Stimmen und die Vorstellung der Gruppe, dass im Laufe des Songs immer mehr Instrumente eine Spannungsentwicklung erzeugen, konnte erfolgreich umgesetzt werden. Niemand im Kurs kann so richtig gut Schlagzeug spielen. Kein Problem, dank des virtuellen Drummers, den es mittlerweile in allen Sequencer-Programmen gibt. Bei der Analyse von inspirierenden Vorlagen wird deutlich, dass aus wenigen Bausteinen ein ganzer Song konzipiert werden kann. Copy and Paste ist auch beim Songwriting und bei den Aufnahmen der Songs ein notwendiges Prinzip, um effizient zu möglichst guten Ergebnissen zu gelangen. Das Klavierbegleitpattern zur Strophe wird nur einmal aufgenommen und in alle anderen Strophen kopiert. Ebenso der Gesang. Letztlich muss man nur einmal den richtigen Ton treffen.